Heute nehme ich euch ein bisschen mit durch meinen Tag. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen an einem Freitagmorgen. Ja, ich habe jetzt noch einen Arzttermin, da muss ich jetzt gleich noch hin. Es ist noch ziemlich früh am Tag und heute geht's ja in Richtung Niederlande, denn wir fahren heute zum Efteling. Also heute Nachmittag treffe ich mich mit Sven am frühen Nachmittag und dann geht's Richtung Niederlande los. Aber wir wollen noch einen kleinen Abstecher machen in Roermond. Da ist ja ein großes Outlet, so ein Fashion-Outlet und im Moment brauche ich Fashion, denn mir passt ja irgendwie nichts mehr und von daher habe ich gesagt, okay, wenn wir schon mal jetzt auf dem Weg in die Niederlande sind und da vorbeifahren, dann machen wir da auch mal einen Abstecher hin, weil heute ist es eh zu spät, noch in den Park zu gehen, in den Efteling. Da sind wir dann morgen und übermorgen, aber wir sind heute Abend auf jeden Fall schon im Hotel. Ja, warum mache ich dieses Video? Ich wollte mal ein anderes Video machen und nehme dieses Video auch nicht mit meiner normalen Kamera auf, sondern mit der Action Cam, mit der Insta360 Ace Pro nehme ich dieses ganze Video jetzt einfach mal auf, einfach um euch mal zu zeigen, wie die Videos aussehen, die man damit macht, weil ich weiß, viele von euch fragen immer, was für ein Equipment hast du so? Und ich habe das ja alles auch schon mal beantwortet, habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, was für ein YouTube-Equipment ich benutze. Und ich will es mir jetzt einfach mal einfacher machen. Und wenn ich nachher im Outlet und so unterwegs bin, finde ich es einfach cooler, mal mit so einer kleinen Action-Cam rumzulaufen, denn ich denke, das können wir ruhig mal machen. Und wenn ihr auch Interesse habt an so einer coolen Action-Cam, zum Beispiel an der Insta360 Ace Pro oder auch einer anderen Insta360-Kamera, es gibt ja auch die 360-Grad-Kamera oder die Go 3 und so, also das habe ich ja alles schon gezeigt, dann checkt einfach mal unten den Link ab. Im Moment gibt es wieder Angebote, so Winterangebote. Da könnt ihr mal reinschauen, da könnt ihr euch dann auch so eine Kamera sichern, wenn ihr eure YouTube-Karriere zum Beispiel starten wollt. Ja, es war schon sehr, sehr aufregend jetzt. Also es ist ja kein festes Thema, was wir heute haben. Ich nehme euch jetzt auch heute einfach mal mit durch den Tag, ne? Auch nachher ins Outlet, ins Hotel. Zeige euch dann nochmal das Zimmer, was wir heute haben, was wir heute Abend vielleicht noch so essen. Einfach mal so ein Kommt-mal-mit-durch-mir-durch-den-Tag-Vlog. Gestern war es schon sehr, sehr aufregend. Ich habe mir gestern alles Mögliche reingezogen zum Disneyland Hotel. Das Disneyland Hotel hat ja gestern wieder eröffnet. Ich habe ja auch zwei Videos dazu hochgeladen. Einmal, wo ich euch so ein paar Infos dazu gebe und einmal ja so ein Overview, ein Video, was wir von Disneyland gestellt bekommen haben, wo ihr dann einfach schon mal so ein paar Einblicke in das Hotel bekommt. Ja, in 3 Wochen ist es ja dann auch schon soweit. Also wenn ihr dieses Video seht, sind es nur noch 2 Wochen und 6 Tage sogar. Dann übernachte ich ja selber mit lieben Leuten im Disneyland Hotel. Darauf freue ich mich schon sehr und das werden wir auch alles abchecken, was es dazu geben, zu sehen gibt, was es dort gibt, was es zu essen gibt und. Also es wird sehr, sehr aufregend werden, der nächste Disneyland Paris-Besuch. Aber ja, es ist natürlich ein teures Ding. Ich habe auch mal gefragt bei Instagram, hat einer von euch das Hotel schon gebucht oder ist euch das Ganze einfach zu teuer? Und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Die manchen sagen, ja, für das Geld, was ich dort ausgebe, fahre ich lieber öfters ins Disneyland. Einige von euch haben tatsächlich auch schon gebucht und andere wiederum sagen, nee, passt irgendwie überhaupt gar nicht ins Budget. Ich muss da ganz ehrlich sein, in mein Budget passt das auch überhaupt gar nicht. Wir sind zur 5. und deswegen kann man das dann gut teilen und dann ist der Preis dann halt eben machbar und dann ist es einfach mal so eine Once-in-a-Lifetime-Moment, habe ich ja schon gesagt, wo man das Ganze mal macht. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall darauf und nehme euch da ja auch mit hin. Heute jetzt, wie gesagt, zum Arzt nehme ich euch nicht mit. Es wird einfach nur mal kurz nochmal abgecheckt, meine Blutwerte und so. Ich habe gestern schon Blut gelassen. Heute wird das Ganze dann nochmal besprochen und geschaut, wie das so aussieht, ob ich die Supplemente und sowas, die ich nehme, ob das anschlägt. Ich habe auch Tolles zu berichten. Ich habe die 120-Kilo-Marke geknackt, also bin jetzt unter 120 Kilo. Ich bin mega zufrieden. Ne? Das Ganze sind jetzt fast 3 Monate her und ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Freue mich, dass ich jetzt mittlerweile Sachen anziehen kann, die ich vorher nicht anziehen konnte, dass ich Sachen machen kann, die ich vorher nicht machen konnte. Zum Beispiel jetzt im Efteling habe ich vorher natürlich mich auch auf Baron 1898 draufzusetzen. 1898 habe ich auch noch nie gemacht. Da werde ich auf jeden Fall morgen den Testsitz mal abchecken und gucken, ob das funktioniert. Aber das werdet ihr dann alles in den Efteling-Vlogs sehen, die dann in den nächsten Tagen rauskommen werden. Ja, nächste Woche wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden, weil die letzten Wochen waren ja sehr aufregend. Ich war ja irgendwie immer unterwegs. Und nächste Woche können wir dann auch nochmal eine Pause machen, ja, bevor es dann wieder ins Disneyland Paris geht. Und es geht bald auch in den Heidepark zum Freizeitpark-Traveler-Event. Das habe ich, glaube ich, bei YouTube hier noch nicht erzählt. Bei Instagram habe ich es schon gepostet. Da freue ich mich schon drauf. Am 22. und 23. März bin ich im Heidepark. Der hat ja Saisoneröffnung am 23. Also es ist mein erstes Mal, dass ich dorthin fahre. Da war ich noch nie. Auch da natürlich die Achterbahnen und so abchecken. Und
Ja, davor, also vor dem Heidepark, geht es dann auch noch in den Urlaub für 10 Tage. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es geht in die Sonne, es geht in die Wärme. Und wo es genau hingeht und was ich da so machen werde, das erzähle ich euch aber dann auch noch irgendwann mal jetzt in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall keinen Freizeitpark geben, sondern es wird einfach mal wirklich ein Relaxurlaub werden. Einfach mal ausspannen, mal was anderes sehen, weil die letzten Wochen, Monate und so waren sehr, sehr aufregend. Ich habe letztes Jahr keinen richtigen Urlaub gemacht, weil alles ist irgendwie ja für die Untersuchung raufgegangen und ja, ne, schau mal. Jetzt höre ich, dass Merlin in die Katzenkiste geht, also von daher muss ich jetzt gleich reagieren. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen: ihr habt einen neuen Becher, den Kultbecher, ne, den Stanley Cup, und den habe ich auch gestern schon bei Instagram gepostet. Und ich muss immer hier unten in die Kamera gucken, also das ist halt eben so ein bisschen schwierig, dass man nicht hoch in den, auf den Bildschirm guckt, sondern in die Kamera schaut. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool und ich kann den tatsächlich gut gebrauchen, weil ich trinke ja eigentlich nur noch aus Bechern. Ich kann ja keine Cola oder Sprudel oder sonst irgendwas trinken, und stilles Wasser ist halt eben auch nicht so meins. Und mir ist immer so wichtig, wenn ich jetzt aus der Leitung und so Wasser trinke, dass das Wasser sehr, sehr kalt ist. Und deswegen habe ich mir so einen Stanley Cup jetzt besorgt. Da bleibt das Wasser kalt über Stunden oder heiße Getränke bleiben heiß. Also von daher denke ich mal, ist das eine gute Anschaffung. So, aber bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, ich sehe, es sind schon fast 6 Minuten rum. Wollt ihr ja auch noch ein bisschen was sehen, was heute so über den Tag passiert? Also von daher, wo wir uns jetzt als nächstes sehen, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das werdet ihr aber dann gleich sehen. Ja, wir sind in Roermond angekommen, am Fashion Outlet. Und das sieht schon nett aus, aber ich kenne jetzt eigentlich nur das Outlet bei uns in Zweibrücken, also Rheinland-Pfalz, für die Leute, die es nicht wissen. Und das ist schon mal so ein bisschen schöner. Und auch das Lavalet-Dingsbums da in der Nähe vom Disneyland Paris ist auch schöner als jetzt hier. Aber wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen, außer Parkplatz. Von daher bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht und ja, was es hier noch gibt. Und ich habe gerade eben noch von einer Followerin erfahren, dass es hier in Roermond auch einen Disney-Laden gibt. Also jetzt nicht hier im Outlet, sondern wohl in der Stadt. Mal schauen, vielleicht kommen wir da ja auch noch vorbei. Gibt es Loungefly, es gibt Figuren und alles Mögliche. Und das wäre natürlich ganz cool, wenn wir da auch mal vorbeischauen würden. Aber ja, kommt drauf an, wie weit das von hier weg ist und ob man da auch gut parken kann. Ja, ich habe es gesagt, wir sind angekommen. So sieht das Ganze hier aus. Parkplätze gibt es hier auf jeden Fall en masse. Das da hinten ist wohl ein großes Parkhaus. Und da ist eine Karte. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, dass man mich verstehen kann, weil es ist sehr, sehr windig hier. Und das ist natürlich jetzt alles unbezahlte Werbung. Aber ihr seht das schon, was es gibt. Armani, Gucci, Boss, Prada, Starbucks haben wir auch. Levi's, Versace, alles Mögliche, was man halt so in Outlets kennt. Ihr seht es selber. Aber auch halt eben normalere Sachen wie Jack & Jones, Puma. Ich wollte jetzt gerade sagen, Karl Lagerfeld und Burberry ist ja schon wieder etwas höherpreisig, aber auch Esprit, Taylor, Adidas etc. Also ja, genau, da sieht man, ist die Parkinggarage, hier ist der Parkplatz. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal hier durch und schauen uns an, ja, was es hier alles so zu entdecken gibt. Wir sind jetzt bei Coach und bei Coach gibt es immer noch diese Disney-Kollektion. Da seht ihr die Tasche, kleinere Tasche und noch eine kleinere Tasche und hier diese kleinen mit Gesicht oder ohne Gesicht, die kosten 200 € noch. Die haben vorher mal 500 gekostet. Ja, den Rucksack, den ich gekauft habe vor ein paar Wochen in Paris, den gibt es hier tatsächlich nicht oder er ist einfach schon ausverkauft. Ja, also wir sind jetzt hier mal durchs Outlet geschlendert. Es gibt also von allem was, habe ich euch ja eben schon gezeigt. Aber ich war ja vor kurzem in Zweibrücken, bei uns habe ich ja eben schon gesagt, in Rheinland-Pfalz im Outlet, und irgendwie ist es alles dasselbe, ne? Und auch am Val d'Europe in Paris war ich ja jetzt vor kurzem und da habe ich ja dann auch bei Coach den Rucksack gekauft. Und da waren auch dieselben Läden wie hier und auch die Preise sind irgendwie überall identisch. Und meine Jacke, die ich hier im Outlet gekauft habe in Zweibrücken, die gibt es hier auch für denselben Preis. Also irgendwie ist das auch wieder so. Ist das so wie in Galerien? Kennt ihr so, in jeder Stadt gibt es ja meistens irgendwie eine große Einkaufsgalerie und da sind immer die irgendwie identisch dieselben Läden drin. Und genauso kommt es mir hier auch vor. Ja, Geld gespart, nichts gekauft, aber es gibt ja diesen Disney-Laden. Das habt ihr mir schon geschrieben. Ich muss gleich mal schauen, wie der genau heißt. Und dann frage ich da auch mal nach, ob ich die Kamera anmachen darf, ob ich so ein bisschen zeigen kann, was es da gibt. Und es soll da nicht nur Disney geben, sondern auch Harry Potter. Und das wäre ja schon ganz cool, oder? Also wenn wir so ein bisschen davon was sehen würden. Und ich habe auch gesehen, dass es von Loungefly Klamotten gibt, neue Pullis und so. Und da ist einer dabei, der mir ganz gut gefällt. Und vielleicht wäre ja das noch irgendwas, was ich mir kaufen könnte, weil brauche neue Pullis, habe ich ja schon gesagt, ne? Also hier jetzt auf jeden Fall erstmal
Geld gespart. Was ich halt sagen muss, an jeder Ecke hier riecht es so richtig gut. Es gab McDonald's und dann gibt es hier so Frittenbuden und so. Überall riecht man irgendwas und ich kann halt nichts essen. Ne? Wir wollen heute Abend zwar im Efteling essen, im Launcheland, in dem Hotel schlafen wir auch. Und von daher kann ich jetzt erstmal nichts essen, weil ich möchte heute Abend was essen. Ne? Was wir da essen und so und was es da so gibt, das seht ihr dann auch gleich hier noch im Vlog. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir unser Auto wiederfinden und ob wir diesen Laden finden, diesen Disney-Laden hier in Roermond. Ja, wir sind angekommen in der Innenstadt von Roermond. Hier seht ihr das schon. Kings and Queens heißt der Laden. Disney und Harry Potter gibt es hier. Und wir gehen jetzt mal rein und fragen mal, ob wir auch filmen dürfen. Und hier sehen wir schon eine riesengroße Figur. Aber kein Preis dran. Die würde mir ja schon gefallen. Ne? Und hier auch. So, es gibt auch Disney Lorcana hier zu kaufen. Da seht ihr das. Ist direkt hier in der Innenstadt. Und ja, das sieht schon toll aus. Gehen wir mal rein. Ja. Also wir sind da und da sehe ich schon Loungefly. Ja, also das darf natürlich nirgendwo fehlen. Eine Riesenauswahl an Loungefly, die ich Gott sei Dank nicht sammle. Da sehe ich das auch teilweise mit Preisen, was alles hier so gibt. Und sogar hier was von Wednesday. Sven ist schon um die Ecke gelaufen, weil Figuren gibt es natürlich auch. Da sah man es. Und da sind die Pullis. Sven, können wir mal nach den Größen schauen, bitte? Der ist nämlich echt schön. Bei 2X ist Schluss. Ja, zeig mir den mal. Der sieht aber schon sehr groß aus, ne? Der ist sehr schön. Ne? Und es ist ein Loungefly-Pulli. Das ist mal was Besonderes. Ist auch hinten auch was drauf? Nee, und was haben wir hier so? Popcorn und was ist das? Platt ist. So ein bisschen retro. Eigentlich ist das hier der perfekte Pulli. Wo könnte man damit am besten essen? Bei Annette's. Ich finde, der ist frauenlike. Frauenlike? Wieso denn das? Überhaupt nicht. Das. Oh hier. 250 Euro. Da sehe ich das ganz, ganz viele Sachen hier auch für Halloween und natürlich Weihnachten und. Oh. Das ist natürlich wieder für mich ganz, ganz schwierig, ne, wenn ich das hier alles sehe. Da seht ihr auch die Disney 100 Sachen, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und das große Schloss, 300, das ist richtig toll, oder? 315 Euro, hier haben wir Bilder, ganz, ganz viele verschiedene Figuren. Ja, da seht ihr das. Schon echt cool. Auch hier noch mehr Loungefly und das sind Sachen für Hunde sogar. Da könnt ihr auch sehen, wie die Preise sind da oben. Hier oben eine Disney World Tasche. Das sind Halsbänder. Achso, und es gibt auch noch ein Loungefly Shirt. Das kostet 34,95 und der Hoodie ist übrigens unisex. Wie ich mir das schon gedacht habe. Und da haben wir auch Größen. Das ist Größe M, XL, das ist 3XL, das ist inzwischen auch zu groß. Und das sind 2X, das wäre so meine Größe. Das sieht schon echt cool aus, wie ich finde. Und es gibt auch noch einen Loungefly-Pulli mit Ursula vorne drauf. Auch sehr cool. Ja, ich habe mich gegen den Pulli entschieden. Sven hat ein Foto von mir gemacht und hat mir das dann geschickt. Ich blende euch das jetzt hier auch mal ein. Und dann haben wir gesagt, nee, der Pulli, also der hat mir eigentlich schon gut gefallen, aber ich kann den nur in Disneyland anziehen und nicht so, ja, da ist eine Patisserie. Da gehen wir mal gucken, oder? Weil ich habe echt Hunger, habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber da ist wieder niemand drin. Und das ist immer so, gibt es hier keinen Supermarkt? Wir gucken mal, es ist ja noch früh. Wir laufen mal noch ein bisschen durch die Stadt und dann geht es zurück zum Auto und dann fahren wir in Richtung Efteling. Ja. Also wir sitzen jetzt im Auto in Richtung Karlshövel, heißt das so, Richtung Efteling und kommen ungefähr eine halbe Stunde an. Wir übernachten ja jetzt am Wochenende im Launcheland. Das war ja auch das Hotel, was wir das letzte Mal besucht haben, wo wir im September dort waren. Und bei uns ist das Wetter halt eben komplett kaputt gewesen. Es hat geregnet wie aus Eimern. Hier in den Niederlanden ist es zwar jetzt nicht schön, also es scheint keine Sonne, weil es jetzt langsam schon dunkel wird. Das seht ihr ja auch schon jetzt an den Kamerabildern. Aber es ist trocken.
Ich hoffe, das bleibt auch so. Und am Wochenende ist tatsächlich auch kein Regen angesagt. Es wird auch ziemlich mild, also es soll irgendwie 8, 9 Grad werden, was auch ziemlich angenehm ist. Da kann ich vielleicht die dünnere Jacke anziehen. Meine Chancen, Baron zu fahren, sind dann noch mal ein bisschen höher als jetzt hier mit der dicken Wellensteinjacke. Ja, heute Abend wird jetzt nicht mehr viel gehen. Wir werden einchecken. Haben wir eigentlich alles schon gemacht. Das kann man alles toll über die Efteling-App machen. Und dann hat man auch den digitalen Schlüssel schon da drauf und kommt damit dann auch auf den Parkplatz. Weil Parken ist natürlich auch inklusive. Checken ein. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich ins Restaurant gehen, weil Hunger haben wir natürlich. Und im Launcheland Hotel, es gibt ja Ferienhäuser dort, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und es gibt Hotelzimmer. Da ist ja ein eigenes Restaurant dabei. Und da werden wir heute Abend hingehen. Sven kann sich ein Menü gönnen. Kostet, glaube ich, wie viel war das? 35 Euro, ne? Für 3 Gänge haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Für mich kommt das nicht in Frage, weil ich ja nicht so viel essen kann. Aber ich habe gesehen, es gibt eine Käseplatte. Und ich denke mal, die werde ich mir dann heute Abend gönnen. Ja, ganz schnell einfach nur mal kurz das Zimmer gezeigt. Ihr kennt es ja schon. Doppelbett, da oben ist ein Bett, das ist ein Fünfbettzimmer. Hier im Launcheland wirklich schön. Aussicht auf den Parkplatz und auf den Haupteingang. Und ja, ihr seht jetzt nochmal von der anderen Seite. Sieht richtig schön aus, aber das habe ich euch ja schon mal im Launcheland-Video gezeigt. Noch ganz kurz das Badezimmer, kennt ihr ja auch. Großen Spiegel, Waschbecken. Frei begehbare Dusche. Dann gibt es ja diese extra Pflegeprodukte von Efteling. Die sind sehr, sehr gut. Und ja, jetzt gibt es gleich was zu essen. Ja, wir wollten ins Restaurant gehen, aber wir haben keine Reservierung mehr bekommen für heute Abend. Es wäre zwar noch mal eine frei geworden, aber erst für um 9 Uhr und das ist tatsächlich zu spät. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Direkt gegenüber von der Rezeption gibt es so ein Terminal, wo man sich tatsächlich Sachen bestellen kann. Jetzt gucke ich wieder oben in die Kamera. Hier unten muss ich reingucken, wo man sich Sachen bestellen kann, die man dann aufs Zimmer geliefert bekommt. Und das zeigen wir euch jetzt gleich mal ganz kurz, was man da so alles bestellen kann. Es gibt Pizza, es gibt Nuggets und sowas. Und es reicht für heute Abend auf jeden Fall. Und ja. Von daher warten wir jetzt mal ab, bis das Terminal frei ist und dann bestellen wir uns dann hier was und gucken mal, was dann aufs Zimmer kommt. So, ja, wählen Sie Lieferzeit aus. Wo hast du das gemacht? Ah ja, ja, 19.30 Uhr passt zur Bestellung. Und dann gucken wir einfach mal, ah ja genau, da seht ihr schon, es gibt Getränke, es gibt Desserts, es gibt Kindergerichte, Spare Ribs, Breads, Pizzen, Rabattmenü. Also im Menü, hier seht ihr Getränk und Margarita, Pepperoni. Das ist alles halt eben irgendwie Pizza. Da sehen wir nochmal die Pizzen, die ihr euch aussuchen könnt. Ja, Breads ist ja eigentlich bei mir Brot, aber es sind Hähnchen-Nuggets. Gibt es bis zu 20 Stück. Brötchen mit Pesto, knuspriges Brötchen mit geschmolzenem Mozzarella und Knoblauchbrot. Das sieht schon alles gut aus. Dann gibt es Spare Ribs. Shepherd's Pie gibt es. Chicken Shepherd's Pie. Spare Ribs mit Gratinsuppe, Kokosnuss. Also ich nehme schon mal den Shepherd's Pie. So, und jetzt kannst du mal aussuchen. Jetzt kein Menü. Eine Hawaii-Pizza. Oh, jetzt kann man sich dann noch Sachen aussuchen, aber das extra Belag musst du nicht holen. Genau. Aha. Chicken Nuggets auch noch. Mit Barbecue-Soße. Warte, guck mal, noch gerade die Kindergerichte haben wir noch nicht gesehen. Da gibt einfach eine Pizza und so. Desserts gibt es auch, Schokoladenküchlein. Ja, ich nehme es auch mal. Es gibt Ben Jerry, es gibt Eis. Aber es gibt, Moment, es gibt auch noch Salate und Lasagne, wie ihr sehen könnt. Griechischer Salat, ein Caesar Salad und BLT Salad. Und ja, das Ganze bezahlen wir dann jetzt. Und wie das dann aussieht, was dann gleich bei uns aufs Zimmer kommt, zeigen wir euch dann gleich. So, ganz schnell möchte ich euch schnell das Essen zeigen. Da sieht ihr, das ist ein Shepherd's Pie. Da ist die Pizza Hawaii. Besteck war dabei. Und da sind Nuggets. Und da sind auch noch diese Schokokuchen drin. Das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus. Da läuft Dschungelcamp, ne? Passend zum Essen. Ja, das war's. Tag 1, mein erster Daily Vlog, also einfach mal so ein Vlog, wo ich euch so durch den Tag nehme. War ja so ein bisschen was passiert heute, ne? Heute Morgen war ich beim Arzt,
Dann sind wir in Remont gewesen, im Outlet, waren in diesem Mickey-Maus-Laden Kings and Queens. Hat sich schon gelohnt, sind jetzt hier im Efteling eingecheckt und essen jetzt was und freuen uns auf jeden Fall auf morgen und übermorgen im Efteling und auf Caro morgen Abend. Also die nächsten Vlogs werden wieder mit der richtigen Kamera gefilmt, mit der großen Kamera, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und ich fand es auch eigentlich ganz bequem, jetzt hier mal mit dieser kleinen Kamera zu filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon eigentlich ganz cool, könnte man öfters so machen. Ne? Wenn euch diese Daily-Vlogs so gefallen, wo ihr mich einfach mal so durch den Tag begleitet oder so, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Das ist mal neu, ne? Kann man so sagen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Ja, wir sehen uns ganz bald wieder aus dem Efteling und bis dahin sage ich euch wie immer, auch jetzt hier im Daily-Vlog, bye bye.